Die Einstellung beinhaltet die erlernte und relativ konsistente Bereitschaft sowie das Verhalten gegenüber einem Objekt unter bestimmten situativen Voraussetzungen. Wenn wir uns hier das Zusammenspiel zwischen den aktivierten Verhaltenskonstrukten ansehen, so haben wir zuerst einmal als erstes Konstrukt die Aktivierung. Die Aktivierung stellt, wie bereits kennengelernt, ein zentral nervöses Erregungsmuster dar. Wenn dieses zentral nervöse Erregungsmuster um die kognitive Interpretation erweitert wird, also um den Prozess der kognitiven Interpretation, so entsteht eine Emotion. Und wenn diese Emotion dann noch ergänzt wird um die kognitive Zielorientierung, so entsteht die Motivation. Und ausgehend von der Motivation, ergänzt um die kognitive Gegenstandsbeurteilung, entsteht dann die Einstellung. Grundsätzlich kann man an dieser Stelle festhalten, dass man davon ausgehen kann, dass wenn eine positive Einstellung vorliegt, die Kaufwahrscheinlichkeit deutlich erhöht wird. Die Einstellung oder die positive Einstellung stellt jedoch keine Garantie für den Kaufabschluss dar. Aber wie bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit dadurch ist deutlich gestiegen. Sehen wir uns hierzu im Zusammenhang mit der Einstellung auch noch die unterschiedlichen oder einige unterschiedliche Einstellungstheorien aus der Wissenschaft bzw. der Forschung an. So kennen wir zuerst einmal die DAA, welche eine grundlegende Theorie zur Erklärung des Verhaltens durch Einstellung darstellt. Die DBB ist eine der nächsten Einstellungstheorien, welche wir hier kennenlernen, und diese ergänzt die DAA um die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als einen weiteren verhaltensbestimmten Faktor. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die sogenannte Drei-Komponenten-Theorie. Bei dieser Theorie stehen Einstellung und Verhalten in einem direkten und wechselseitigen Bezug zueinander. Und zu guter Letzt kennen wir dann auch noch das ABC-Modell. Und hierbei handelt es sich um ein mehrdimensionales Modell mit den Komponenten affektiv, also gefühlsmäßig, mit dem Verhalten, also der Handlungsabsicht, und der Kognition, also dem subjektiven Wissen und der Überzeugung. Und der Vollständigkeit halber noch zum Abschluss, das ABC im Namen ABC-Modell steht für Effekt, Behavior und Cognition.